und willkommen auf meinem Kanal. Ich habe heute meinen Lesemonat Dezember 2016 für euch. Das heißt, der letzte Lesemonat von 2016, was total krass ist. Ihr habt ja jetzt schon meine ganzen Jahresrückblicks, Lesejahr-Videos gesehen. Und für mich ist es jetzt irgendwie schon wieder eine halbe Ewigkeit her, dass es Dezember war. Weil ich filme das Video sozusagen mitten im Januar, 12. Januar. Aber ich habe es einfach nicht früher geschafft. Ich hoffe trotzdem, ihr freut euch über den Lesemonat. Und dann würde ich sagen, zeige ich euch mal die Bücher, die ich im Dezember gelesen habe, was 4 Stück waren. Und ich fange einfach mal an mit den beiden Büchern, die ihr schon kennt. Also weil die schon in Videos auf meinem Kanal vorgekommen sind. Zum einen ist das, ich glaube, ich habe zuerst Nothing Less gelesen von Anna Todd. Da habe ich ja schon das Landon Gibson-Reihe-Video gemacht. Das verlinke ich euch mal hier oben. Dementsprechend werde ich hier jetzt nicht sehr viel zu sagen. Wenn euch die Nothing-Reihe weiter interessiert, dann schaut da mal vorbei. Jedenfalls geht es hier um den Nebencharakter aus After, Landon. Und das ist jetzt sozusagen der letzte Band der After-Reihe, wobei es ist, könnte auch eine Reihe für sich sein, aber zählen wir es jetzt mal zu After, dann ist es der letzte Band und zwar der 7. Und ich muss sagen, mir hat der Band hier besser gefallen. Er hat 4 Sterne von mir bekommen und ich fand ihn wesentlich besser als den ersten von Landon, weil Landon hier wenigstens wusste, was er wollte und die Story war auch ein bisschen besser. Dennoch, Hardin und Tessa sind halt für immer meine Favorites. Ich will hier jetzt halt auch gar nicht weiter viel zu sagen, weil wenn, dann schaut halt wirklich mal bei dem Video vorbei. Weil es ist ja auch, wie gesagt, der zweite Band, da will ich jetzt auch nicht zu viel verraten, für die, die es noch nicht gelesen haben. Und dann habe ich diesen Monat zum zweiten Mal After Passion von Anna Todd gelesen. Also ich habe nochmal angefangen, weil nachdem ich Nothing Less beendet hatte, ich musste After einfach nochmal lesen, weil in Nothing Less kommen Hardin und Tessa am Anfang ziemlich oft vor. Und dann war mein Bedürfnis, dieses Buch nochmal zu lesen, so groß, dass ich es dann einfach machen musste. Und ich dachte mir als Jahresbelohnung, weil ich hatte ja eh schon meine 50 Bücher geschafft, dass ich das dann auch lesen kann. Und deshalb habe ich es nochmal angefangen. Ich freue mich jetzt schon, After Drift zu lesen. Weiß ich aber noch nicht, wann ich das schaffe, aber ich freue mich jedenfalls. Und es ist so krass, wenn man ein Buch zum zweiten Mal liest, was für eine andere Sicht man auf die Dinge hat und wie anders man das alles interpretieren kann. Das ist einfach, ich liebe es. Und vor allem After ist ja mein Lieblingsbuch, deshalb sage ich jetzt hier weiter nichts zu. Ein weiteres Buch, von dem ihr schon auf meinem Kanal gehört habt, ist von Jennifer L. Armentrout, Frigid. Das ist der erste Band ihrer neuen Reihe und wie man auch schon am Cover erkennen kann, spielt es halt im Winter vor Weihnachten. Deshalb war es zu der Zeit einfach angebracht, das Buch zu lesen. Ist jedenfalls auch erst im Dezember rausgekommen oder im November, bin mir gar nicht so sicher. Und ich habe dazu schon eine Rezension gefilmt, die verlinke ich euch auch mal hier oben. Dann werde ich hierzu jetzt auch nicht mehr so viel sagen. Das ist ein 5-Sterne-Buch gewesen. Hier geht es um Sydney und Kyla. Und Kyla ist ein Frauenheld und Sydney ist eine unerfahrene junge Frau. Und sie sind beste Freunde und durch bestimmte Ereignisse sitzen sie dann in einer Ferienhütte eingeschneit, fest und müssen halt mehrere Tage miteinander verbringen und da passieren dann halt so einige Sachen und ich fand es wirklich unfassbar gut. Es war ein mega guter New Adult Roman und ich kann ihn nur jedem empfehlen, wenn man mal so nicht so ein dickes Buch vor Weihnachten lesen möchte, dann ist das hier genau das Richtige. Kommen wir auch schon zum letzten Buch, was ich im Dezember gelesen habe. Und zwar von Michelle Lighten, heißt sie, glaube ich. Hier steht nämlich nur M. Lighten. All the Pretty Lies, Erkenne mich. Das ist der erste Band der Pretty-Reihe. Oh nein, ich habe das, ich glaube, mir ist das Buch irgendwann runtergefallen. Es hat das hier so eine Falte. Ich könnte, ich bin so dumm. Ich lese gerade den zweiten Band, der ist gerade rausgekommen.
Und der nächste kommt, glaube ich, im März raus. Also es ist eine Trilogie. Es geht aber, also es sind in sich abgeschlossene Geschichten. Und hier in dem Buch geht es jedenfalls um Hemi und Sloane. Und Hemi ist ein Tätowierer und Sloane studiert Kunst und sie braucht sowieso noch ein, ja, wie so ein Praktikum, wo sie halt während ihres Kunststudiums sich künstlerisch betätigen kann und wird dann, als ihr erstes Tattoo bei Hemi sich stechen lässt, auf Hemis Tattoo-Studio aufmerksam und wird dann dort jedenfalls ihr Praktikum oder wie auch immer, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie es genannt wurde, machen. Und zwischen den beiden knistert's und sehr hot, aber dennoch nicht so übertrieben Erotik. Also ich würde, ist halt New Adult Erotik. Also war für mich absolut gutes Buch. Ich glaube, es hat 4 Sterne bekommen, aber ich bin gar nicht sicher. Also das Buch hat 4 Sterne von mir bekommen und es war halt wirklich, ich habe nicht viel zu meckern, aber es war halt eben auch nicht so, dass ich sage, ich habe das Buch sofort verschlungen. Es hat eine Zeit gebraucht, bis ich drinne war. Und die Nebenhandlung, also das, was so neben der Beziehung zwischen den beiden passiert, ist halt auch nochmal was ganz anderes, was man nicht so häufig in New Adult hat. Und ich weiß nicht, aber ich finde auch dieser Text hier hinten, der spiegelt das gar nicht so gut wider, um was es in dem Buch überhaupt geht. Aber ich kann es wie gesagt nur empfehlen, wer einen guten New Adult Roman, Erotikroman möchte, der kann sich die Bücher von Anne Leitner anschauen. Ich habe auch schon da welche aus ihrer davorigen Reihe gelesen, die sind auch sehr, sehr gut. Dann war es das auch schon mit meinem Lesemonat Dezember. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Ihr könnt mir ja mal schreiben, ob ihr welche der Bücher schon gelesen habt, außer After. After hat wahrscheinlich schon jeder gelesen, oder? Könnt mir ja mal schreiben, welches Buch euch von denen, die ich jetzt gezeigt habe, am meisten anspricht, falls ihr die alle noch nicht gelesen habt. Und dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss! Thank you.